Verursachen Süßstoffe jetzt doch Krebs? Vor kurzem kam nämlich eine Studie mit dem Titel Artificial Sweeteners and Cancer Risk raus und laut dieser Studie sollen Süßstoffe doch tatsächlich krebserregend sein. Was stimmt jetzt? In diesem Video werden wir diese komplette Studie auseinandernehmen und euch einige Prinzipien mit an die Hand geben, damit ihr selbst Studien besser analysieren könnt. Aber wie sah die Studie denn überhaupt aus? Nun, man hat 103.000 Probanden über fast 8 Jahre verfolgt und diese aufgrund ihres Süßstoffkonsums in 3 Gruppen aufgeteilt. Eine High, eine Low und eine Non-Consumer-Gruppe. Und dann hat man festgestellt, dass Süßstoffkonsumenten tatsächlich einer höheren Wahrscheinlichkeit ausgesetzt sind, an Krebs zu erkranken. Doch ist das wirklich der Fall? Nun, Punkt Nummer 1, eine Überschrift zu lesen, reicht meistens leider nicht so ganz aus. Wenn man nämlich den Titel und die Conclusion liest, dann würde man eigentlich zum Schluss kommen, dass alle Süßstoffe krebserregend seien. Geht man aber tiefer in die Materie rein, dann wird man tatsächlich feststellen, dass Sucralose überhaupt gar nicht mit einer erhöhten Krebswahrscheinlichkeit korreliert. Lustigerweise haben die Forscher das im Abstract gar nicht so richtig erwähnt. Sorgt halt für ein bisschen mehr Furore, wenn man neue Erkenntnisse präsentieren kann. Ich könnte jetzt zum Beispiel diese Studie nehmen und euch sagen, kauft das EvoWhey. Denn das EvoWhey ist eines der wenigen Proteinpulver, die ausschließlich auf Sucralose setzen, also nicht krebserregend sind. Und mit dem Code ZEP kriegst du wie immer natürlich gewohnt den bestmöglichen Rabatt auf die besten Subs der Welt. Denn wenn du den Daten aus dieser Studie vertraust, dann musst du zum Schluss kommen, dass Sucralose absolut safe ist. Ansonsten pickst du dir einfach nur die Aspekte aus der Studie raus, die dir passen. Und das wiederum ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, lass dir nicht von irgendwelchen Medien oder Influencern irgendwas aufgrund von einer Überschrift aufschwätzen. Man muss schon die Studie wenigstens halbwegs überfliegen. Zweiter Punkt, beachte unbedingt die Hierarchie der Evidenz. So ist die Meinung eines Arztes zum Beispiel nicht so viel wert wie eine Fallstudie. Und wie ich euch bestimmt schon 100-mal gesagt habe, sind RCTs, also Randomized Controlled Trial Studien, der absolute Goldstandard in der Wissenschaft und dementsprechend auch ein bisschen aussagekräftiger als reine Fallstudien. Meta-Analysen hingegen fassen die Ergebnisse von mehreren Studien zusammen und dementsprechend sind sie nochmal besser als einzelne RCTs. In unserem konkreten Fall haben wir eine Beobachtungsstudie. Bedeutet, man interveniert nicht, sondern man schaut sich einfach nur an, wer macht was und wer bekommt dann schlussendlich was. Beispiel: Menschen mit Übergewicht konsumieren mehr Süßstoffe. Und jetzt kann man natürlich zu einem trügerischen Schluss kommen: Süßstoffe machen dick. Es könnte aber auch sehr gut sein, dass Menschen mit Übergewicht eher abnehmen wollen und dementsprechend mehr Leitprodukte konsumieren. Korrelation ist natürlich nicht gleich Kausalität. In unserem konkreten Fall waren die Nicht-Konsumenten im Vergleich zu den High-Consumern Frauen, Raucher, Unsportlicher, Diabetiker und aßen sowohl weniger Ballaststoffe als auch weniger Obst und Gemüse. Und ich glaube, hier brauche ich euch keine Daten präsentieren. Jeder wird wahrscheinlich von euch wissen, dass diese Faktoren maßgeblich deine Mortalität beeinflussen. Ein weiteres fiktives Beispiel, damit du diese Problematik, Korrelation ist nicht gleich Kausalität, wirklich verstehst: Im Sommer wird mehr Eis verkauft. Im Sommer werden auch mehr Menschen umgebracht. Fazit: Eis macht aus ganz normalen Burgern blutrünstige Killer. Alle, die jetzt sagen, Süßstoffe machen dick, nutzen natürlich den gleichen Grad der Logik, der nicht wirklich, ja, hoch ausfällt. Aber versteht mich bitte nicht falsch. Beobachtungsstudien haben ihren Platz. Man kann diese Daten nutzen und dann später RCTs durchführen. Aber alle RCTs, die wir zu dem Thema haben, ausnahmslos alle, zeigen eigentlich, dass Süßstoffe keine Gesundheitsparameter in irgendeiner Form und Weise negativ beeinflussen. Schaut euch einfach unbedingt mein Süßstoff-Science-Video an, wenn euch die Datenlage diesbezüglich interessiert. Hier würde es leider den kompletten Rahmen sprengen. Und das ist der perfekte Übergang zu Punkt Nummer 3. Beachte immer die gesamte Body of Evidence. Also nicht nur eine Studie, sondern die gesamte Datenlage. Denn wenn ihr mein Kreatin-Video gesehen habt, dann wisst ihr hoffentlich, dass es eine einzige Studie gibt, die einen massiven Anstieg des Dihydrotestosteronspiegels in jungen Footballspielern zeigen konnte. 12 weitere Studien konnten jedoch gar keinen Anstieg im Hormonhaushalt feststellen. Demnach ist sehr wahrscheinlich irgendwas schiefgelaufen.
Vielleicht war das Kreatin verunreinigt, vielleicht haben die Probanden irgendwas genommen, es aber nicht berichtet. So oder so geht es halt komplett gegen die vorhandene Datenlage. Stellt euch einfach mal vor, es gäbe 12 Studien, die glasklar zeigen, dass ein Marathon deine Beine jetzt nicht so unglaublich zum Wachsen bringt. Und jetzt kommt eine einzige Studie raus, die genau das Gegenteil behauptet. Die sagt sogar, durch einen Marathon bekommst du noch viel dickere Beine als durch 5 Jahre Beintraining. Es wäre jetzt wahrscheinlich ziemlich unlogisch zu sagen, diese eine Studie hat recht und die 12 weiteren Studien, die wir dazu haben, die auch noch unsere Logik und unser Verständnis nochmals bestätigen, die haben nicht recht. Und wenn man jetzt die Body of Evidence sich anschaut, dann sieht man, dass zahlreiche RCTs, wie ich euch eben schon gesagt habe, ein ganz klares Bild zeichnen. Schau dir also immer die gesamte Body of Evidence an und nicht nur eine einzelne Studie. Und der letzte Punkt, versuch immer die Effektgröße einzuschätzen und diese dann im nächsten Schritt ordentlich einzuordnen. Dazu musst du dir einfach nur die sogenannten Hazard Ratios anschauen. Ganz grob erklärt, eine Hazard Ratio von 1 bedeutet, dass beide Gruppen der gleichen Wahrscheinlichkeit ausgesetzt sind. Eine Hazard Ratio von 1,1 heißt wiederum, die Wahrscheinlichkeit ist um 10% größer und eine von 0,9 dementsprechend natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist um 10% geringer. Hierbei handelt es sich aber nicht um absolute Wahrscheinlichkeiten, sondern um relative. Kurzes Beispiel, in Deutschland liegt die Wahrscheinlichkeit an Darmkrebs zu erkranken bei ca. 5%. 10% mehr heißt jetzt nicht 15%, sondern ausgehend von diesen 5% nun mal 5,5%. Wie hoch waren die Hazard Ratios überhaupt in dieser Studie? Nun, sie lagen so zwischen, ich sag mal 1,1 bis 1,2, sagen wir einfach mal 1,15. Und jetzt, wo wir eben Bescheid wissen, wie groß der Effekt ausfällt, müssen wir diesen natürlich einordnen. Vielleicht könnt ihr euch diesbezüglich an die STEP-Studie erinnern, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Der Unterschied zwischen 3000 und 16.000 Steps liegt nicht bei 15%, sondern bei über 200%. Ich meine jedenfalls, dass die Hazard Ratios pro 1000 Steps bei ca. 0,88 lagen. Bedeutet, wenn du 4000 Steps gehst statt 3000, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben, relativ gesehen, um 12% reduziert. Wenn du also denkst, diese Studie ist aussagekräftig, dann könntest du auch einfach 2000 Steps mehr am Tag gehen statt 3000, 5000 und dann hättest du die Effektgröße mehr als nur kompensiert. Aber wir sind jetzt davon ausgegangen, dass diese Studie aussagekräftig ist, was natürlich ein absolutes K.O.-Kriterium ist. Die Hazard Ratios stiegen nicht mit der Dosis an. Bedeutet, dass die Low Consumer einer höheren Wahrscheinlichkeit ausgesetzt waren als die High Consumer. Wenn du ein bisschen Süßstoff konsumierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie höher, als wenn du viel Süßstoff konsumierst. Und das wiederum ist nicht wirklich logisch. Unterm Strich lässt sich sagen, dass diese reine Beobachtungsstudie leider nicht so unglaublich aussagekräftig ist. Wenn du aber trotzdem sagst, hey, ich glaube der Studie, dann müsstest du zum Schluss kommen, dass Sucralose absolut safe ist. Ansonsten suchst du dir nur einen Aspekt aus dieser Studie raus und das wiederum ergibt überhaupt keinen Sinn. Entweder du glaubst den Daten oder du glaubst den eben nicht. Und selbstverständlich gehst du dann natürlich 16.000 Steps pro Tag, denn du weißt, dass, wenn man sich nur die Korrelation anschaut, weniger Bewegung 10-mal mehr die Wahrscheinlichkeit erhöht, zu sterben, als ein möglicher Süßstoffkonsum. Das Merkwürdige ist aber, dass Leute mit Übergewicht und wenig Bewegung dann anderen Leuten erzählen wollen, dass Süßstoffe ungesund seien. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Ansonsten bleibt mir zu sagen, wenn du diesen Kanal supporten willst oder wenn du einfach nur die besten Subs der Welt haben möchtest, dann findest du den Link dazu in der Beschreibung evosportsfuel.de und mit dem Code ZEPP bekommst du immer den größtmöglichen Rabatt. Hoffe sehr, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn ja, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, Glocke anmachen und wir sehen uns im nächsten Video.